Meine! Ich hab sie gefunden. Ich hab sie gefunden. Ja, dann würde ich sagen, jetzt mal unsere Hosen her, ne? Hey, und willkommen zu einer neuen Folge Baro zusammen mit dem Balu-I! Ich bin Balu-I! Und lass uns auf den Server gehen! Ich weiß nicht mehr. Letzte Woche dabei, gestern dabei war, hat gesehen, wie erfolgreich wir waren. Was haben wir denn getan in der letzten Folge? Ja, guck dich nicht an einfach. Alter, alles glitzert und glänzt. Alles glitzert und glänzt, die Glatze, sie glänzt. Ey. Frisch aus dem Berber, die Fresse, sie glänzt. Ey, du machst schon voll der Konkurrenz Sonne, Alter. Junge, Sonne, Alter, ist nichts für mich, Junge. Das ist einfach schon eine andere Liga so. Ja. Wenn du meine Rüstung anguckst, Junge, die glänzt mehr als goldene Schuhe von ApoRed, Alter. Mein Körper macht bling bling. Mein Körper macht bling bling. Wenn ich harte Muskeln zeige, die glänzen noch mehr als meine Rüstung. Junge, wenn Varo-Teilnehmer kommen, sie kriegen einfach Bizeps im Gesicht. Alter, echt? Ey, die sehen uns nur und denken, oh scheiße, das ist Balu und Rotpilz. Die krassen Checker mit krasse Sonnenlichtblende. Mit große Bizeps. Ja. Das ist ein Team mit... Warum haben wir uns eigentlich nicht Team großer Bizeps genannt? Das würde viel mehr zu uns passen. Irgendwas Gruseliges habe ich gerade gehört. Irgendwas Gruseliges? Ja, hier ist wieder irgendwas hinter. Hier ist wieder, ich höre wieder ein Monster. Also muss hier eine Schlucht sein oder so. Ich habe nur ein gehört. Ja, das ist auch schon mal. Aber irgendwie finde ich keine Dias und ich will Dias für dich finden. Mach mich. Mach. Nur für mich. Nur diese für Dias dich. Diese Dias sind bald meins. Damit wir enchanten können auf Level 30. Aber das Ding ist, ist das bei der Version schon so, dass wenn wir Level 33 haben, dass wir dann zwei Items auf Level 30 enchanten können? Ja. Geil. Irgendwo links oder rechts oder sonst wo müssen Monster sein. Irgendwo hier. Ich hab da gerade eben noch ganz viel Lapis Balubi gesehen. Ich nehme das auch nochmal mit. Für XP einfach. Ja, ja klar, mach einfach. For experience purposes. Where is Balubi? Hier ist doch wieder eine Schlucht oder so, ich hör's doch. Gimme that. Es hat zwar keinen Sinn, dass ich gerade das Redstone abbaue, aber. Doch, auch Redstone wisst, gibt XP. Wir brauchen XP ohne Ende. Weil das ist jetzt unser nächstes Ziel eigentlich. Ach, ich hab was nach, gefunden, was. Nach deiner vollen Rüstung dann. Weil wenn du deine volle Rüstung hast, dann sollten wir uns als nächstes auf Bögen und sowas konzentrieren und heftige Schwerter und heftige Rüstung. Ein Schlucht gefunden. Ah nein, ein Hülle. Sieht die Schlucht gut aus? Oh kommt. Shit. Ja, ich brauch dich hier. Oh, ich komme. Ich hab einen Spawner gefunden. Als ob. Ich hab einen Spawner gefunden. Ich sprint. Erstmal schnell zu bauen hier. Geil ist denn das, bitteschön. Wo bist du denn hin? Heißt dir dein Name? Wasser gedönt und da geht dann hoch, weißt du. Boah, Digga, das ist voll krass von Strömung her. Ja, warte, ich mach Strömung zu. Dann. Ich hab kurz zugemacht, damit ich durch kann, so, weißt? Hallo. Ja, konkret, warum ist da so viel Wasser? Ich was geht, Wasser. Bruder, hier bin ich. Da in andere Richtung, wo ich Mauer gebaut habe. Wo hast du Mauer gebaut? Da drüben. Aber hier geht's auch noch. Nee, in andere Richtung. Ich hab gesagt, andere Richtung, weißt du? Und du aber jetzt den anderen. Hier ist überall nur Gold, das lasse ich jetzt stehen. Oh, Alter, das ist schon wieder so ein Mega. Was ist denn eigentlich falsch heute? Was finden wir denn hier für ein... Alter, hier ist noch eine Schlucht! Das kann nicht sein! Alter, ist das hier... Das hier ist nicht Varo 4. Nee, das ist Schlucht. Das ist Schluchto 4. Schlucht. So, komm mit, ich will dir den Spawner zeigen. Komm. Mindestens zwei Leute haben gerade gelacht. Ja, ich. Und noch ein Zuschauer. Nein, ich zähle für zwei, du Idiot. Warum das denn? Ja, du weißt echt nicht mehr, wie ich aussehe, oder? Balu, sei doch nicht so hart zu dir. Ey, das ist. Meine Muskeln sind hart, aber sonst. Ey, das ist ein Minenschaft. Das ist mein Chef. Ja, ich weiß. Das ich ist so geil. Ich hab übrigens einen Bogen, einen fast kaputter Bogen, aber einen Bogen. Ja, hey. Ich hey. Haben, oder? Warte, jetzt müssen wir. Da ist ein. Show, oh shit. Das sind diese Scheiß-Spawner. Da ist ein Show, oh shit. Aber weißt du was? Wir können zig Millionen Bögen bauen. Guck mal, was da vor uns ist. Stimmt! Oh. Ich werf den Bogen einfach weg, ey. Das ist voll die Itemverschwendung hier. Itemplatzverschwendung. Kommen wir denn da jetzt so gut dran, dass die da keine Viecher mehr spawnen? Erstmal nicht abbauen, ne, den Scheiß-Spawner. Nee, auf keinen. Aber da unten ist so ein, das sind überall gefährliche Creeper und so, deswegen... Ja, ich geh vorsichtig ran, weißt du. Ich will ungern, dass der hochjagt hier. Wenn der uns den Spawner kaputt macht, ne, dann hau ich dich. Ah, sauber. Gut gemacht. God damn bitch. Okay, ich leuchte mal hier auf. It's all about the bitch, no worry.
You know I'm all about that bass, about that bass. No, jetzt bloß nicht zu viele Spinnenweben kaputt machen, die brauchen wir alle. Hey, ich hab gesagt, mit einer Achso, warte mal. Ich frage, ob wir das nicht bisher mit einer Schere abbauen, aber dann hätten wir das Kopfweb. Weißt du was? Ach, die kann man mit... Warte mal. Mach mal schnell Crafting Table hin. Mit einer Schere kann man die mitnehmen? Ja, überleg mal. Wir haben damals in Titan, habe ich mit Katze, mit Items for Sacred so eine Taktik gehabt. Wir haben einfach 15 Stück jeder Kopfweb gehabt und dann einfach die Leute festgemacht. Was meinst du, wie krass das ist? Wenn die ganzen, die wissen ja noch gar nicht, dass du so viele hast. Und dann rennen die da einfach rum und dann machst du die einfach... Ja, alle eingewebt, bis zum geht nicht mehr. Du hast ja nicht nur eins, sondern 10 Millionen. Ja, das ist voll krass. Also ich meine, ich würde damit rechnen. Nein, geht nicht. Och, schade. Ich würde damit rechnen, dass du mich, dass du mit irgendwie nur MLG Cobwebben willst oder so, aber... Warum geht das denn hier nicht? There's a Creeper. Da, Creeper. Och, schade. Dann brauchen wir eine Smooth Pickaxe oder so, aber ist egal. Ne, dann nehmen wir die Fan so mit, wie sie kriegen. Hier sind auch so Minecart-Kisten. Ich habe jetzt schon mehrere gesehen sogar. Ich suche aber hier nach deinem Dia, ehrlich gesagt. Ja, aber in den Kisten kann da was drin sein, du Lauch. Respiration 3. Pumpkin Seeds brauchen wir nicht, ne? Ja, ne, ist voll schwachsinnig, ey, ohne Witz. Pumpkin Seeds sind total... Ich wüsste auch nicht wofür, aber... Ja, zum Anpflanzen und dann auf den Kopf ziehen, oder was? Damit wir uns so richtig kompliziert mit Eiern, Zucker und noch was, weiß ich, irgendwie so Kuchen machen können. Wer macht denn sowas? Ja, wir sollten noch eine Kuhfarm errichten. Ja, gut, ne? Ich weiß nicht, wie wir das einfach so hinkriegen sollen, ne? Aber wenn, dann Bio. Ja, stimmt. Oh Gott. Ist ja echt nicht so nice, die Ausbeute. Nee, bisher noch nicht. Ich würde nämlich echt gerne... Aber wir sind noch nicht durch. Einfach nur ein Dia für dich finden. Das würde mir echt reichen. Hier ist nur Lapis, Gold, Brot, Sind wir denn Rails. Überhaupt auf der... Sind wir gar nicht auf der... Sind wir auf der richtigen Höhe? Ich glaube, nicht ganz. Also hier ist noch ein Spawner, ohne Witz. Also ich habe hier 1 Milliarde Kisten überall. Ich glaube, das ist schon die richtige Höhe. Kann man hier noch irgendwie durch? Wir können uns einfach gleich jeder einen eigenen Spawner stellen und Spinnen jagen ohne Ende. Hey, lass einfach mal hier bleiben. Ohne Witz. Ja. Weil ich meine, das Ding ist, wir sind ja momentan nicht trackbar. Selbst wenn wir die Folge hochladen würden. Nö, also können wir ja rechtzeitig, grade, können wir wieder timen, wie wir es brauchen, ne? Also liebe Varo-Mitspieler, falls ihr das gerade seht und ihr denkt, ihr könnt uns einfach wegsnacken. Nein, nein, ihr wisst nämlich gar nicht, wo wir sind. Hahaha. Weil es ist schon zu spät. Also wir werden jetzt einfach, weißt du, also wir werden jetzt mal nicht zu viel von der Taktik verraten. Ich werde es nachher in unserer Taktikbesprechung erklären. Also Taktikbesprechung jeden Donnerstag um 7. Ja. Ach hier, das hier war der Guck mal da links, da ist noch mehr. Ist der andere Spawner. Nächster. Also wir können die nicht abbauen und davon Cobwebs bekommen, das geht nicht, ne? Nee, leider nicht. In der Version, die ich gespielt habe, ging das, aber kein Plan. Anscheinend haben sie das wieder geändert. Guckst da, ich guck andere Richtung. Hier ist ein Creeper. Stirb, Creeper. Aber ich sag mal so, ne? Die Fäden wären jetzt auch nicht ganz das Schlechteste. Ja, aber brauchen wir so viele Fäden? Nein. Eigentlich ja nur 3, ne? Nein, ja. Taktikbesprechung. Okay, also Fäden ein paar mitnehmen, ne? Ich hab, weiß nicht, schon 1 Deck oder so vielleicht. Echt? Ja gut, ich hab 3. Ist schon eng. Get away, Zombie. Zombie. Was ist denn hier unten noch? Hier ist noch ein Lavasee drunter. Schön. Wo ist ein Lavasee? Hier vielleicht ein Dia wäre auch mal ganz nice. Ja, einer wird ja reichen. Ein einziger. Ja, einfach ne? So, irgendwo mal so ein YOLO-Dia. Komm, dann hätten wir beide nämlich Full Dia. Dann können wir einen Titel schreiben, Full Dia. Einmal Clickbait. Clickbait schon mitnehmen. Was total behindert ist, da Full Dia reinzuschreiben, weil einfach... Die Varo-News, Leute, oder sonst wer. Ist dann richtig einfach. Die haben voll Dia. Oh, Hauptner. Jomai, Hauptner. Ja, Hauptner. Hauptner, Jomai. Ich glaube, sein Partner ist übrigens gestorben. Ach, er sagt sogar, hey. Hey. Seine Spinne an der Decke. Du Mistvieh. Weil wir so nett zu ihm sind, will er uns jetzt nicht töten. Haha. Ja, er muss uns erstmal finden. Kinden kommt vor Kinden. Aber spawnt hier überhaupt was? Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die voll den Fick auf die Fackeln geben und einfach spawnen. So hatte ich es zumindest. Ja, die spawnen halt wirklich einfach so. Echt? Ich glaube schon. Weil hier ist gerade einfach eine Bastardspinne gespawnt. Wusste ich noch gar nicht. Irgendwie finde ich Minecrafts richtig, richtig terrorisierend. Schon fast. Weil die einfach so ein endloses Labyrinth sind. Und ohne X-Ray komme ich hier nicht klar.
Stimmt allerdings. Ich glaube, hier hast du dich runtergebuddelt. Alter Schwede. Na, hier ist noch ein dunkler Gang. Oh Mann, hier ist noch mehr Tunnel. Warum bist du denn in die Richtung gelaufen, aber hast es nicht ausgenutzt? Hallo Creeper, wehe du sprengst. Okay. Also wenn es irgendwo hell ist, dann ist es auf jeden Fall von uns. Ja, ja, aber hier ist, du hast nur eine Fackel hingesetzt und dabei geht hier eine richtige Lavahöhle. Echt? Gigantisch weiter. Als ob. Am Ende des Gen... Alter. Ich suche die ganze Zeit nach mehr, aber das klingt irgendwie wie so ein Autoaufkleber. Komm mal raus. Also wir haben ja den Mineshaft hinter uns im Nacken. Ich habe aber einen neuen Ort der Höhle gefunden. Oh, Dias! Wirklich? Bro, for real, I found diamonds. No, oh yeah, no. Wir sind ja full Dia. Bro, full I'm not Dia. I'm wenn not wir noch kidding. Dias überhaben, ne, dann können wir eigentlich noch unsere Dia-Schwerter eigentlich noch mal ein bisschen verstärken, wenn wir wollen. Ja, oder ein bisschen Diamanten verbrennen oder so. Einfach um ja, wir könnten auch mal einfach, weißt du, einfach weil wir es überhaben, so ein Dia in Lava werfen. Brody, weißt du, wie viele ich gefunden habe? Ne, zwei. Acht. Acht. I just found fucking 8 diamonds. Du bist ein alter Angeber. Na, schon gern. Also wenn es um Dias geht, ne, das ist wie Kanye West mit seinen Goldketten, ne? Also ich finde, wir sollten echt gleich mal, weißt du, einfach damit wir einen geilen Titel haben, einen Dia verbrennen. Einfach so? Ja, einfach so in die Lava werfen. Oh so, nein! Ja. Und dann auf dem Thumbnail so, wie ja. So ein Diamant in die Lava fällt. Ja, ups. Ups! Und dann schreiben wir drunter, der fehlende Diamant ist weg. Aber ich glaube, dann werden 1000 Leute schreiben, warum wart ihr nur so dumm? Den hättet ihr für eine Haube benutzen können. Stimmt, das haben wir doch in den Zuschauern versprochen. Ich habe noch mehr Dias gefunden. Alter, die Fresse. Ich schwöre es dir. Hier ist einfach sogar noch eine Schlucht daneben. Du kleiner Dreckskelettsohn. Alter, läuft bei uns gerade irgendwie. Alter. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ich glaube, du kannst Russisch. Boah, Alter, ich habe einfach 13. Hey, das ist Spanisch gewesen, glaube ich. Ah. Glaube ich. Ey, soll ich das Gold noch mitnehmen? Jetzt mal ohne Witz, ich habe 41 Gold. Wir kommen noch niemals dazu, die ganze zu snaggen, oder? Ja, also das zum einen und ich weiß auch zum anderen gar nicht, wo du gerade bist. Ich bin ein bisschen verzweifelt. Ja, in deiner Schlucht, die du hast hängen lassen. Ja, aber ich weiß nicht mal, wo die ist. Ich komm zurück zum Spawner. Weißt du, wo der ist? Nee, null. Also ich weiß auch gar nicht, ob wir hier dieselbe Schlucht haben, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt wieder beim Spawner. Boah, wenn ich wüsste, wo das ist. Ja, also den Weg zurückfinden, ne? Da musst du schon alleine. Weißt du, wir könnten auch eine Achterbahn bauen. Oh Gott, Bro. Ich glaube, ich habe so grob im Kopf, wo es sein müsste. Hä, ich sehe nicht mal deinen Namen. Also ich stehe und sneake nicht, keine Sorge. Ich bin so verzweifelt gerade. Wo ist er denn? Oh, da bist du. Ah, Baloui. Ah, Baloui, okay. Bruder. Ah. Hey, my brother. How you Hello. Doing? Is everything okay? Yeah, everything's nice. That's real good. Ich mache jetzt erstmal ein paar Schüchchen für dich. Was auch richtig traurig wäre, wenn jemand anderes das krasse Ding hier finden würde, was wir hier alles haben. Boah, das wäre echt bitter. Ich glaube, da würde ich mich umbringen gehen. Ich glaube, grob in die Richtung da. Wo sind meine Schuhe? Ey, warten Sie. Ja, geil, trenn uns halt. So, einmal, was hätten Sie gerne? Guten Tag, ich einmal Diasur, bitte. Bitteschön. Ich zahle auch mit Gold hier. Danke. Danke. Oh mein Gott. Dankeschön. War ein bisschen was. War ein bisschen viel irgendwie. Da stehen, lass. Achso. Achso, brauchst du noch? Nee. Immer einfach mal so. Ich glaube, hier in die Richtung war auf jeden Fall auch noch was. Ja, der andere Spawner halt. Aber noch mehr unentdeckter Stuff. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt brauchen. Das ist die Frage, ja, weil eigentlich müssen wir jetzt erst nur auf XP, ne? Wir werden jetzt am besten, also jetzt vielleicht nach der Folge erstmal Taktikbesprechung oder morgen oder so. Oder in 3 Wochen, ist egal. Und dann werden wir uns hier irgendwo einbuddeln müssen. Ich denke, hier unten ist ein gutes Versteck. So, ich grab nochmal das nicht nötige Redstein. Das heißt, du hast aber auch jetzt so viel Dias über, dass wir, bleib mal hier. Dass wir 3 Pickaxes machen könnten. Ja, dass wir noch eine Pickaxe draus machen, weil es ist ein bisschen angenehmer, aber vielleicht auch eben was besser erstmal auf. Das klappt. So, mach dann mal schön zu hinter uns, weil eigentlich dürfte es nur noch 30 Sekunden dauern. Ich habe gerade keinen Kobelsturm. Nicht mit Kobelsturm, mit rotem Zeug. Dass man das nicht sieht. Ja, das habe ich nämlich auch nicht. Hä? Kommt noch dazu. Du hast doch gerade abgebaut. Oh. Warte, ich schmelz gerade hier was. Alles easy, Brody. Jetzt hast du rotes. Ach, rotes. Ich Nasenbär. Das passt doch in die Landschaft. Passt besser. Ah, stimmt. Ja, passt gut, passt. Machen sehr, wir das sehr so. Sehr, sehr nett. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut.
Sehr gut, sehr gut. Hast du eigentlich Fackeln? Ich habe irgendwie noch 32 Stück über. Ja. Hab zu viele gecraftet. Ja, ich würde sagen, das war doch schon mal ziemlich erfolgreich, oder? Ja, Full Dia, ne? Haben wir gut was geschafft. Und ein Dia, um in Lava zu werfen. Ich würde mal sagen, die Fackel da unter dem Block nehmen wir weg, weil sonst leuchtet es nämlich da raus. Ja. Haben wir auf jeden Fall ordentlich was geschafft. Falls es euch gefallen hat, dass wir so erfolgreich waren und ich gerade meinen String ins Nichts geschmissen habe. Ich habe sie eingefangen, ist schon okay. Also dann lasst doch ein nettes Kommentar oder eine positive Bewertung da. Guckt auf jeden Fall beim Balui vorbei, der ist nämlich unten verlinkt, andersherum genauso. Richtig. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder und tschüss, haut rein. Ciao.